Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Hier ist der Guido von GNSTV. Ja, hinter mir steht das Monster. Der hat ja jetzt soweit alles bekommen. Die elektrische Anlage funktioniert hervorragend. Dann hat er auch alle Inspektionen bekommen, neue Reifen, alles Mögliche an Internet, zwei Fernseher, eine Sattanlage, die riesengroße Solaranlage, die drei Lithiumbatterien von GNSTV Power. Und ich muss sagen, ich bin restlos zufrieden. Ich bin jetzt 4 Wochen mit dem neuen System ja nicht unterwegs, aber in Betrieb. Ich bin ja hier in Grimma, habe hier noch einige wichtige Termine absolviert und ja, da mache ich noch ein separates Video jetzt in den nächsten Tagen, wenn alles komplett läuft. Apropos komplett, wir werden jetzt noch einbauen. In Max-Fan habe ich mich für entschieden, für den Toilettenbereich mit Fernbedienung und für die 12 Volt Klimaanlage. Machen wir aber auch separat. Jetzt gehen wir mal hier rum. Da habe ich schon was aufgebaut. Genau, ich stehe ja hier schön im Grünen. Ja, das ist ja hier in Grimma der Wahnsinn, was hier noch an Natur ist und an Wald. Ich stehe hier, das ist übrigens das Firmengelände. So, hier haben wir den Max Van Deluxe. Der ist auch hier oben schon ausgepackt. Der ist auch schon im offenen Zustand. Was mich überzeugt hat, ist, dass ich den bei Regen geöffnet lassen kann und kein Wasser eintritt. Ja, heißt, wenn es mal ein Gewitter gibt oder mal regnet und wir sind nicht da und die Hunde sind im Wohnmobil, kann man das Gerät auflassen. Ne? Finde ich persönlich ganz gut. Außerdem ist der Motor gesteuert. Der hat hier so eine Fernbedienung. Ja, das bauen wir jetzt gleich auf. Nehmen das in Betrieb. Ja, der bekommt noch eine 12-Volt-Leitung. Dann würde ich sagen, da gehen wir mal rein. Und dann zeige ich euch mal den Ort, wo wir das einbauen. Und wo die Kabel schon verlegt sind. Oh, jetzt musst du dich wieder aus der Sonne rausdrehen. Ja, und lass uns mal ins Bad gehen. So, mal schauen. Hallo Anja. Guten Morgen, Hanni. Anja macht Homeoffice. Ja, wenn wir schon mal hier sind, 9.47 Uhr, 9.46 Uhr, die beiden gehen mal ein bisschen auseinander. Ja, da sind wir schon wieder bei 97%. Ja, ich mache das jetzt mal zwischendurch immer mal wieder. Das hat jetzt nichts mit dem Max-Van zu tun, aber ist ja immer eine schöne Begleiterscheinung. Wir haben das ja hier direkt über der Tür montiert. Hier sieht man deutlich, sind wir schon bei 500 Watt. Also bei der Hälfte der Leistung. Die Regler haben fahren aber auch schon zurück. Hier sieht man wieder eine tiefe Eingangsspannung von unter 18 Volt. Ja, bei knapp 15 Ampere. Und hier kommen knapp 30 an, wie man hier sieht. Ja, ist aber auch schon wieder 98%. Ja, die Spannung steigt hier an dieser Geschichte und deswegen geht auch der Regler schon herunter. So, jetzt gehen wir mal ins Bad. So, ich bin jetzt hier im Bad und da oben ist der Satheki-Dach drin. Hier mit dem Mückengitter. Das ist 40 an 40 und da habe ich mir einfach gedacht, tauschst du das gegen Max-Fan aus. Ja, die Fernbedienung, die kommt dann hier unten irgendwo hin. Ja, die wilden Kabel, die hier rumliegen, die habe ich gestern schon gelegt. Das ist nämlich die Zuleitung für das Wachs Max-Fan. Ja, dass man das nicht sieht, habe ich den da oben hingelegt. Und wenn du die dann nachher hier in einem Leerrohr da oben drauf legst, sind ein bisschen befestigt, da Kabel immer die meiste Arbeit ist, habe ich das gestern schon gemacht. Also da soll das hin und dann zeige ich euch gleich mal, wie das fertig ist. Oh, der Max-Fan ist jetzt drin. Den habe ich gewählt oder den Einbauort habe ich gewählt für die Toilette, also für den WC-Raum. Ja, das ist ja getrennt hier in dem Fahrzeug. Das war ja vorher war ja so ein Raumbad in dem Charisma. Da war das ja zusammen, da war auch ein Venti-Dach drin, hatte ich auch reingebaut. Aber hier habe ich mich jetzt für den Max-Fan entschieden, weil ich den für leiser halte als das, was ich vorher hatte. Ja, ich habe das im direkten Vergleich gesehen. Ich kann ihn während der Fahrt offen lassen und ich kann ihn offen lassen, wenn es regnet. Ja, das sind für mich so ein paar Vorteile. Da habe ich gesagt, okay, probier es mal mit dem Max-Fan. Ja, der Andrea von GNS Grimma, die hat die auch schon lange im Programm. Haben wir auch hier und da ja auch gesehen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal. Wir gehen jetzt mal Richtung
Toilette, ne? Hier ist ja meine Dusche. Ach, hier hängen noch ein paar Jacken und ja, da bin ich auch zu sehen. Ganz genau so. Machen wir mal Licht an hier. So, und da ist mein Max-Fan da oben. Den zeige ich euch jetzt auch noch gleich von draußen. Ja, weil ich richtig toll finde, ja, ist, ich meine, ich bin ja so ein, ich habe ja nie Zeit, ne? Oder ich versuche mir nicht viel Zeit zu nehmen. Wir simulieren das jetzt mal. So, du kommst ja hier rein, ja, machst die Türe zu. Also, so, jetzt sitzt du auf Toilette. So, jetzt habe ich da oben habe ich vorher ein, da bin ich. Ich sitze nicht wirklich auf Toilette. Also ich sitze schon auf Toilette, aber nicht wirklich. Ich hatte vorher ein normales Hickey-Dach, ne, so zum Aufstellen. So, das Problem ist aber, vergessen meistens, das vorher aufzumachen. Ne? Du machst ja hier die Tür zu, dann hockst du dich nieder und dann denkst du, oh, Kacke, wie kriegst du das jetzt da oben auf? So, das ist auch Schnee von gestern. Finde ich auch richtig geil. Habe ich so gelöst. Also wir haben ja immer noch das Max-Fan da oben drin. Ne? Man sieht, wie viel Licht da eintritt und so. So, und dann habe ich mir hier die Fernbedienung hingehängt. Ja, so die hängt diese, ne, hier mit dem kleinen Monitor, du kannst hier alles einschalten oder überhaupt ein- und ausschalten. Und das machen wir jetzt mal. Ne? Das zeige ich euch jetzt mal. Also man sitzt jetzt so auf der Toilette und dann denkt man, oh, jetzt müsste es aber oben mal öffnen und dann würdest du gerne die Luft rausziehen. So, pass auf. So, seht ihr das, wie der aufgeht? Ich weiß nicht, ob man sieht. So, der sitzt auf und der Lüfter fängt an zu laufen. Ne? Jetzt saugt er praktisch die Luft hier aus dem Raum. Da bin ich. Er saugt praktisch jetzt die Luft aus dem Raum. Ne? Hier, da hängt die Fernbedienung. Das fand ich richtig toll, weil die Verarbeitung mir gut gefallen hat. Und dem macht Regen nichts aus. Ne? Kann er da so richtig stark regnen, da kannst du das Ding auflassen. Oder auch während der Fahrt. Gut, die Option würde ich jetzt nicht wählen, aber ich finde es gut. So, wenn du dann hier fertig bist mit dem ganzen Kram, drückst du hier auf das Knöpfchen, pass auf. Hört ihr das? Es geht F zu. Zack, fertig. Stark, ne? Oder? Kann ich nur empfehlen. Also ich bin relativ begeistert über das Ganze. Da kannst du jede Menge Zeug einstellen, ja, dass der reinpustet oder raussaugt. Und wie hoch der auffahren soll und so weiter, das ist mehr oder weniger viel Spielerei, aber es ist einfach eine tolle Sache. Ich zeige es dir mal von draußen. Jetzt klettern wir mal hier hoch. Und da ist auch Dreck. Der Max-Fan. Ja, schön eingearbeitet. Der ist jetzt offen. Der Lüfter läuft auch. Und wie man hört, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wie man hört, hört man fast nichts. Also draußen ist er sowieso nicht zu hören. Ja. Durch dieses Hinterteil hier, nenne ich das mal, kannst du denn jetzt bei Regen auflassen. Ja, da, das Wasser müsste schon bis hier steigen, um da drüber zu kommen. Das finde ich richtig gut. Ja, und wenn du den ablässt, natürlich auch. Und somit hat man so einen Toilettenraum, finde ich, relativ gut B- und entlüftet. Ne, man kann ja B- oder entlüften oder Küche, kannst du auch machen. Ich würde sagen, Max-Fan ist die richtige Wahl. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das läuft auch motorisch hoch. Da musst du nicht mal mehr kurbeln, das Ganze kurbeln. Elektrisch läuft der Ventilator und der Motor stellt das Ding hoch. Ich zeig's nochmal. Ja, sieht so aus. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es sich bewährt. Ja, in dem Sinne, ich bleib mal hier oben stehen. Wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Euer Guido von GNS TV.